Antwort für Mario. Na, dann schaue ich einfach mal runter an mir und greife in die Tasche. Einfach so, das ist mein Swiss Champ EDC. Dazu habe ich noch diese Rubitec Lampe. Oh, jetzt ist wieder grün. Ich kann weiterfahren. Die habe ich also auch dabei. Und ein Besteckset, Plastikbestecks habe ich dabei. Weil die kann man auch immer brauchen. So, wieder rote Ampel. Ich mache mal gerade auf Pause. Dazu das Volker Franken Trekking Salzfässchen auf der einen Seite mit Ohrstöpseln auf der anderen Seite. Kann man auch als Student immer mal wieder gebrauchen. Nächste rote Ampel. Hinten im Rucksack habe ich meine Nalgene Trinkflasche, 1 Liter Wasser dabei, ein bisschen Paracord, eine Schnur, in diesem Falle Paracord im kleinen Beutel und kann man immer gebrauchen, wenn man was festbinden will. Festbinden will zum Beispiel am Gepäckträger vom Fahrrad oder so. Auch im sogenannten Urban Survival. Ja, also gut, Mario. Lass es mal erstmal dabei bewenden. Ich wünsche dir alles Gute. Und guck mal weiter. Vielleicht schaffe ich es auch irgendwann mal auch, meine Ukulele wieder mitzunehmen. Ich muss jetzt ja umlernen, hoffentlich. Und schauen wir mal, vielleicht kriege ich das irgendwo integriert. Oder meine alte Blockflöte. Also gut, ich verabschiede mich mit der Fahrt durchs KIT Campus Richtung Schlosspark, den ich dann gleich überquere, um dann zur pädagogischen Hochschule zu kommen. Also, tschüss. Also, bis dann. Urban Survival wäre nichts für mich.